Hallo und willkommen zu einer weiteren Aufgabe aus unserer Reihe Mathe üben. Und auch heute wollen wir uns wieder mit einer Aufgabe zur Prozentrechnung beschäftigen. Ein bisschen schwieriger als das letzte Mal. Diesmal geht es um die Produktion und den Verkauf von Tennisschlägern. Bevor wir loslegen, noch ganz kurz, wie gehen wir vor? Du nimmst dir etwas zu schreiben und auch schaust du dir die Aufgabenstellung an. Und bearbeitest dann die Aufgaben, die ich dir gleich zeige. Dann stoppst du das Video, bearbeitest eben alle Aufgaben und wenn du fertig bist, dann lässt du das Video weiterlaufen und vergleichst mit der Musterlösung, die danach kommt. Okay, und gleich geht's los. Die Aufgabe lautet: Eine Firma produziert Tennisschläger verschiedener Sorten. Nämlich 15% der Produktion sind Profischläger, 27% der Produktion Amateurschläger, der heißt Anfängerschläger. Aufgabe A: Es werden insgesamt 2400 Schläger produziert. Wie viele Anfänger, Amateur- und Profischläger sind dabei? Aufgabe B: Ein Anfängerschläger kostet 60 Euro, ein Amateurschläger 90% mehr als ein Anfängerschläger und ein Profischläger kostet doppelt so viel wie ein Amateurschläger. Wie viel kostet ein Amateurschläger und wie viel kostet ein Profischläger? Aufgabe C: Für wie viel Euro werden die gesamten 2400 Tennisschläger verkauft? Gut, jetzt stoppt ihr am besten das Video, bearbeitet die Aufgaben A, B und C und wenn ihr fertig seid, dann lasst ihr das Video weiterlaufen. So, du hast alle Aufgaben berechnet. Wir sehen uns an Aufgabe A. Insgesamt werden 2400 Schläger produziert. Wie viele Anfänger, Amateur- und Profischläger sind dabei? Wir sehen uns mal an, was wir wissen. Und zwar wissen wir, dass 15% der Produktion Profischläger sind, 27% Amateurschläger und in Summe produzieren wir 100%. Wie können wir jetzt die Anzahl der Anfängerschläger ausrechnen? Das sind 58%. Das können wir ganz einfach machen, indem wir sagen, okay, 100% der Produktion sind die 2400 Schläger. Davon sind 15% Profischläger, 27% Amateurschläger. Also rechnen wir 100 minus 15 minus 27 ergibt 58%. Und jetzt wissen wir, dass in Summe 2400 Schläger produziert werden. Für die Profisparte sind es dann 360, Amateurschläger 648 und Anfängerschläger 1392. Wie kommen wir darauf? Da gehen wir einfach her und sagen, okay, 2400 Stück entspricht 100% und x Stück entspricht 15%, wenn wir den Anteil der Profischläger ausrechnen wollen. X Stück entspricht 15%. Und dann seht ihr, haben wir eine Linie zwischen 2400 und 15%. Und was wir hier machen ist, wir rechnen 2400 mal 15% und dividieren das Ganze dann durch den Wert, der mit der Linie mit den x Stück verbunden ist, nämlich durch 100%. Also 15 mal 2400 durch 100%. Und die Prozent sind sowohl im Zähler als auch im Nenner, deswegen fallen sie weg. Wir rechnen 15 mal 2400, macht 36.000 Stück durch 100 und in Summe haben wir dann 360 Stück. Und das Gleiche können wir jetzt natürlich machen für die Amateur- und für die Anfängerschläger, indem wir hergehen und sagen, statt 15% nehmen wir 27% und statt 15% nehmen wir auch 58%. Dann könnt ihr die Anzahl der verschiedenen Schläger ausrechnen. Probiert das mal und wenn es Probleme dabei gibt, dann schreibt bitte in die Kommentare. Gut, Aufgabe B. Ein Anfängerschläger kostet 60 Euro, ein Amateurschläger 90% mehr als ein Anfängerschläger und ein Profischläger doppelt so viel wie ein Amateurschläger. Wie viel kosten die Amateur- und die Profischläger?
Auch hier schauen wir uns an, was wir wissen. Wir wissen, dass ein Anfängerschläger 60 Euro kostet. So, jetzt nehmen wir an, 60 Euro entspricht 100% und ein Amateurschläger kostet 90% mehr, also 190%. Und 190% von 60 sind 114 Euro. Und ein Profischläger kostet doppelt so viel wie ein Amateurschläger, also 190 mal 2 macht 380%. Und 380% von 60 sind 228 Euro. Ja, und das kann man jetzt eben so berechnen. 60 Euro entsprechen 100% und x Euro entsprechen 190%. Wir machen wieder genau das Gleiche. Wir nehmen die zwei Werte, die verbunden sind durch diese Linie, von links oben nach rechts unten, 60 Euro und 190%. Und berechnen diesen Wert. Das sind 11.400 und dividieren durch 100%. Die Prozent sind sowohl im Zähler als auch im Nenner, deswegen fallen sie weg. Und wir bleiben bei der Benennung Euro. Also 11.400 Euro durch 100 macht 114 Euro. Und das Gleiche kann ich jetzt natürlich auch für die Profischläger machen. Wenn ich dann sage, okay, 60 Euro sind 100% und x Euro sind 380%. Dann komme ich eben auf 228 Euro, wenn ich das ausrechne. Oder ich gehe her und sage, okay, 60 Euro kostet ein Anfängerschläger und 90% mehr als ein Anfängerschläger kostet ein Amateurschläger. Also müssen wir ausrechnen, wie viel sind denn 90% von 60 Euro? Das sind 54 Euro und dann können wir die beiden Werte addieren. 60 Euro, das sind die 100% und 90%, das sind die 54 Euro, macht 114 Euro. Und das Doppelte kostet ein Profischläger, also mal 2, sind 228 Euro. Okay, und dann haben wir jetzt eigentlich schon alle Werte, die wir brauchen, um die Aufgabe C zu berechnen. Nämlich, wir wollen wissen, für wie viel Euro alle Tennisschläger verkauft werden. Wir sehen uns wieder an, was wir bereits wissen. Die Preise haben wir jetzt gerade ausgerechnet. Ein Profischläger kostet 228, ein Amateurschläger 114 und ein Anfängerschläger 60 Euro. Wie viele Profischläger haben wir, die wir verkaufen? 360. Wir verkaufen 648 Amateurschläger und 1392 Anfängerschläger. Und wie viel bekommen wir jetzt für die Profischläger? Wir müssen einfach rechnen. 228 Euro mal 360 Stück. Also bekommen wir 83.520 Euro für die Profischläger. Für die Amateurschläger bekommen wir 114 Euro mal 648 macht 73.872 Euro. Und für die Anfängerschläger erhalten wir 60 Euro mal 1392 Stück macht 82.080 Euro. Okay, und jetzt wollen wir wissen, wie viel bekommen wir in Summe für die 2400 Schläger. Also müssen wir rechnen, 83.520 plus 73.872 plus 82.080 Euro ergibt 239.472 Euro. Und damit haben wir die Aufgabe C gelöst. Gut. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Aufgabe. Ich hoffe, ihr habt alles soweit richtig. Ich bedanke mich in jedem Fall für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch viel Spaß und viel Erfolg beim Prozentrechnen.